Eine Rennstrecke 50 Meter neben dem Meer, das gibt es nur bei den Brighton Speed Trials. 1905 wurde hier zum ersten Mal die Quartermile bekämpft. Seitdem herrscht einmal im Jahr motorsportlicher Ausnahmezustand an der Seafront. Mittendrin der einzige deutsche Starter, Mick Hübi aus Ennepetal. Er tritt an mit seiner Nosferatu. Das ist eine mit Lachgas befeuerte Carver Z750 Turbo von 1986. Für die Titelverteidigung hat er sein Baby noch heißer gemacht. Für den Lauf habe ich nochmal, es ist eine Lockup-Kupplung drin. Das heißt, die Kupplung hat Fliehgewichte drin, die sperren die Kupplung, sobald man losfährt. Rücken diese Gewichte aus und sperren so die Kupplung, dass sie nicht durchrutschen kann. Das ist eine deutliche Verbesserung, weil du dadurch weichere Federn fahren kannst. Du hast mehr Gefühl in der Kupplung, gleichzeitig rutscht sie aber nicht mehr. Also das habe ich jetzt schon gemerkt, hat sehr viel gebracht. Dann habe ich die Lachgasdüsen nochmal zwei Nummern größer, dadurch habe ich nochmal 20 PS mehr Lachgas. Das macht insgesamt rund 250 PS. Doch Mick will nichts dem Zufall überlassen. Ein Micron-Data-Recording überwacht den sensiblen Motor. Wer ganz vorne mitfahren will, darf auf Hightech nicht verzichten. Also im Moment lese ich das Data-Recording-System aus. Das misst also die Gemischbildung im Motor, während er läuft, praktisch auf der Straße 1:1. Da kann ich schnell erkennen, ob das Motorrad zu fett oder zu mager läuft, weil der Turbomotor sehr extrem auf Temperaturschwankungen und solche Sachen reagiert. Und man hat normalerweise keine Möglichkeiten, das zu testen. Insgesamt 60 Motorräder und 200 Autos gehen in Brighton an den Start. Bevor der Startschuss fällt, müssen diese zwei Herren überzeugt werden, dass die Maschinen nicht zu laut sind. Doch sie sind nicht allzu streng. Auch Mick hat Glück. 101 dB bei nicht ganz der Drehzahl, die sie haben müsste. Aber ist okay. Das Wichtigste ist die Unterschrift. Okay, thank you. Einzig dieser 146 PS Lachgas Zweitakt Suzuki wird die Unterschrift verwehrt. 133 dB gehen nicht durch. Ich muss den Auspuff mit Fiberglas ausstopfen, um sie etwas leiser zu machen. Der eine muss Fiberglas reinstopfen, der andere Lachgas rauslassen. 2 Bar Lachgasdruck sind zu viel des Guten. Das passiert grundsätzlich vorm Start. 2 Minuten vorher. Nicht eine halbe Stunde vorher, 2 Minuten. In routinierter Hektik schafft es Mick dann doch noch rechtzeitig zum Vorlauf. Die Maschine läuft, der Reifen ist heiß. Am Ende stehen 11,16 Sekunden auf der Uhr. Mick ist nicht zufrieden. Der erste Lauf war jetzt so lala. Meine Konzentration war ein bisschen daneben wegen der Geschichte mit dem Gas am Anfang. Das reißt einfach dann immer ein Riesenloch in die Konzentration. Besser klappt es da beim Österreicher Manfred Rauscher. Er treibt seine 260 PS starke ZZ 1100 in knapp 10 Sekunden über die Strecke. Ein Ritt auf der Kanonenkugel. Ich wäre fast bewusstlos, gib Vollgas. Und wenn es zu vorbei ist, dann setzt mein Bewusstsein wieder ein. Und irgendwie hat man ein gutes Gefühl dabei. Schwer beschreibbar. Mick sucht unterdessen nach Fehlern. Schauen wir mal. Schnell wird er fündig. Das ist der Start. Da, das ist Wheelspin. Und ab da läuft sie viel zu mager. Vielleicht ist mit der Spritversorgung irgendwas nicht in Ordnung, was auch immer, halt, dass sie so abmagert. Mit geändertem Setup geht es zum ersten Wertungslauf. Doch dann das. Die Nosferatu rollt an den Streckenrand. Ein Batteriestecker hat sich gelöst, Stromausfall. Und das bei der starken Konkurrenz. Geheimer Favorit in der offenen Klasse ist der Engländer Phil Wood auf einem Experimentalbike mit 1,5 Litern Hubraum und gut 420 PS. Das ist was ganz Besonderes für mich. Seit 10 Jahren will ich hier schon starten. Jetzt habe ich endlich die Nennung. Ich fühle mich sehr geehrt, bei diesem Prestigerennen mitzufahren. Zu der Ehre kommt nach diesem Lauf auch noch Ruhm. Seit 99 Jahren ist hier noch keiner die Quartermile so schnell gefahren. Riesenjubel beim Team über den neuen Streckenrekord von 8,87 Sekunden. Bei den Oldies im Feld zählt dabei sein. Diese Zenit Jab von 1960 startet seit 20 Jahren bei den Trials. Die Ventile klappern munter wie am ersten Tag.
Bei Mick klappern höchstens die Zähne unterm Helm. Er hat seine letzte Chance. Er kommt nicht besonders gut weg. 10,44 Sekunden ist das Ergebnis. Ja, natürlich nicht besonders gut. Halt, ne? Zweiter Platz. Second is the first loser. Ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass wirklich viel verändert war, die Sachen, die ich verändert habe, haben gut funktioniert. Die Kupplung war super. Das Gas hat auch funktioniert, wenn ich es nicht vergessen hätte einzuschalten beim ersten Mal. Insofern war es eigentlich ganz okay, viel gelernt. Aber jetzt heißt es halt, das schöne Ding abgeben und hoffen, dass ich nächstes Jahr wieder mit nach Hause nehmen kann. Denn beim 100-jährigen Jubiläum der Brighton Speed Trials will Mick wieder ganz nach vorne fahren.